Okay, okay, ich geb's zu. Ich hab einen Fehler gemacht. Leute, ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab die ganzen letzten Jahre hab ich Videos ins Netz gestellt. Habt ihr bestimmt alle gesehen. Und ich hab die ganze Zeit erzählt von Allah und von Propheten und all diese Dinge über den Islam. Jetzt erst ist mir klar geworden, dass das alles gar nicht richtig sein kann, was ich die ganzen Jahre erzählt habe. Kam mir ja selber alles schon ein bisschen komisch vor. Schau mal. Ich mein, kein Alkohol. Welcher Gott denkt sich so einen Schwachsinn aus? Ich mein, erst macht den Alkohol und dann dürfen wir den nicht trinken. Wir sind doch das Ebenbild Gottes. Als mir das klar geworden ist, habe ich mich ein bisschen nach alternativen Religionen umgesehen. Und ob ihr es glaubt, liebe Brüder und Schwestern oder nicht, ich habe etwas gefunden, das hat mich total begeistert. Das ist der Pastafarianismus. Bisschen schwierig, habe ich hier für euch aufgeschrieben. Hier gleich hier unten. Probiert das mal aus. Ehrlich, das ist die einzige Religion mit 30 Tagen Gott-Zurück-Garantie. Wenn es dir nicht gefällt, kriegst du nach 30 Tagen deinen alten Gott einfach so zurück. Einfach so. Super, oder? Und ich kann jetzt endlich diesen blöden Ziegenbart abrasieren und meine Beduinenklamotten in den Schrank zurückhängen. Ich habe ja auch gleich ein Buch mitgebracht, das Buch vom fliegenden Spaghetti-Monster. Da steht drin, die Piraten sind das auserwählte Volk des fliegenden Spaghetti-Monsters. Und die Piraten erwartet im Himmel ein Biervulkan und eine Fabrik für Stripper. Tja, also wenn ich mir das so richtig überlege, ich glaube, ich bleib erstmal dabei. Könnt ihr euch ja auch überlegen. Macht's gut, euer Pierre.